Hallo zusammen, Maya3607 hier. Ich habe heute meine Neuzugänge aus dem Mai 2019 für euch vorbereitet. Bei mir sind insgesamt 8 neue Bücher eingezogen. Es sind 4 Print- und 4 E-Books. Mit den E-Books möchte ich beginnen. Es sind ausschließlich Küstenkrimis. Zum einen Regine Kölpin ins Watt gebissen. Hat sich recht gut angehört, ich habe es aber noch nicht gelesen. Dann Nicole Draber, plötzlich Inselpolizist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Nicole Draber, ja, wer früher oft Acht und Kontrolle geguckt hat im Fernsehen, der kennt Nicole Draber. Denn da hat sie ja manchmal mitgespielt. Und jetzt hat sie also einen Krimi geschrieben. Ich bin sehr gespannt drauf. Geht es quasi darum, wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe, dass ein Polizist aus Hamburg auf eine Insel versetzt wird. Das kann sehr lustig werden, glaube ich. Dann von Susanne Petack, oder Petack, wie auch immer, Grünlandmord. Band 1 einer 14-bändigen Reihe. Da geht es darum, dass sich eine Gruppe von Frauen immer wieder mal zum Spinnen trifft, also zum Wollespinnen, und dabei ein bisschen ermittelt. Da bin ich auch sehr neugierig, ich habe es noch nicht gelesen. Und das letzte E-Book ist von Sino Joritzma, Friesenbraut. Band 1 von 11 einer Reihe. Also mit diesen beiden Reihen habe ich noch sehr viel zu lesen. Die Friesenbraut habe ich mittlerweile auch gelesen. War nicht schlecht. Das Buch hatte 100 Seiten, also hat sich mal richtig schön zwischendrin weglesen lassen. Und dann eben noch 4 Printbooks. Haben wir zum einen Catalina Ferreira. Spanischer Totentanz. Das Buch habe ich schon gelesen und euch auch schon rezensiert mittlerweile. Hat mir ganz gut gefallen. Dann Sophie Bonnet, Provinzialischer Rosenkrieg. Der sechste Fall für Pierre Durand. Auch das Buch habe ich mittlerweile gelesen. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Diesmal geht es rund ums Thema Düfte und Duftherstellung. Wie gesagt, ein sehr schöner Krimi im Lesemonat. Werde ich dann ein bisschen mehr dazu erzählen. Dann ein Reisebericht, den ich mittlerweile ebenfalls schon gelesen habe. Carmen Rohrbach am Blauen Fluss, entlang der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Das Buch wollte ich ja schon lange mal haben. Ich habe mir das gemeinsam mit dem Buch, das ihr jetzt gleich sehen werdet, in Passau gekauft. Ich hatte ja im Mai eine Woche Urlaub. Leider hatte ich da kein Glück mit dem Wetter und darum habe ich eben einen Regentag mal für einen ausgiebigen Shoppingbummel in die Passauer Stadtgalerie ausgenutzt. Da habe ich mir unter anderem dieses Buch sowie Jules Besson, Die Toten von Carcassonne, Monsieur Keller ermittelt, besorgt. Da geht es um den pensionierten Hauptkommissar Konrad Keller, der nach Frankreich gezogen ist. Er ist mit seinem Hausboot unterwegs und wird plötzlich in einen Mordfall verwickelt. Da freue ich mich schon total drauf, ich möchte es bald mal lesen. Das waren jetzt also meine 8 neuen Bücher. Einiges davon schon gelesen, aber ich habe auch noch einiges an Lesestoff da jetzt. Ich denke, im Juni werden auch noch ein, zwei Bücher bei mir einziehen. Da seid ihr mal gespannt, was da alles so kommt. Aber ich möchte mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten im Juni beim Bücherkaufen, denn ich habe den Verdacht, dass der Juli mal wieder ausartet. Also, wir sehen uns dann bald mal wieder. Maya3607.